So, hallo und herzlich willkommen zurück zu den Prognosen in FIFA 13. Wieder mit mir, dem Julian und dem Max. Yo! Und heute haben wir ein ganz besonderes Duell. Nicht nur, dass die beiden Rivalen der letzten Jahre, der letzten drei Jahre aufeinandertreffen, sondern dass der Max auch noch ein Dortmund-Fan ist und ich, dass ich Bayern-Fan bin, wie vielleicht in der letzten Folge schon erwähnt. Und deswegen ist das nochmal besonders spannend. Hier oben könnt ihr mal die Statistiken sehen. Manzuk ist natürlich souverän Torschützenführender gerade, ne? Torschützenlistenführender mit 9 Toren. Sagt überhaupt nichts. Müller, immer noch gleich viele Tore wie Lewandowski. Und da haben wir hier noch die Verletzten. Da haben wir Robben zum Beispiel. Eigentlich kann ich auf den Oromoela nicht verzichten, ne? Na, das ist natürlich, also wenn du nachher verlierst, hast du eine Ausrede, ne? Ja. Machst du mal Heimtrikot, würde ich sagen? Aber natürlich. Fast. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, aber sicher. Dazu muss ich erstmal sagen, also ich komme bei FIFA mit der Reus-Götze-Kombo nicht so super zurecht, wie das im realen Leben jetzt tun. Also irgendwie, weiß ich nicht, da muss ich nochmal gucken, wie das gleich läuft. Ja, man ist gespannt. Cool. Ja, bei mir passt alles, ne? Ja, so bei mir würde ich sagen auch. Also Robben ist da auch wirklich draußen, wobei Shaqiri gerne mal drin haben würde. Für Contento. Ist der, wieso ist der denn Rose? Ganz ehrlich, ich finde Shaqiri bei FIFA auch viel zu negativ bewertet. Ich finde den viel, viel stärker. Ganz ehrlich, also ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, also ich verstehe nicht. Nee, verstehe auch nicht. Gut. Aber Boateng tue ich nochmal rein kurz und dann bin ich fertig. Hier von dem Gomez habe ich gehört, die haben irgendwie ein letztes Testspiel gemacht oder so. Ja. Und er hat direkt 5 Dinger reingeknallt. Ja, gut, 6-0 haben wir gewonnen gegen, ich glaube, gegen Hof irgendwas. Ja, und dann Angst bekommen, ist ehrlich. So, Aufstellung habt ihr gesehen. Ich gucke mal kurz, ob da meine 5 Minuten geblieben ist. Wir spielen Allianz Arena. Jahreszeit Winter und wir spielen auch ungefähr so wie letztes Mal, weil das wieder ein Abendspiel ist. Ne, wobei das Spiel ist um 18 Uhr. Ist gar nicht wahr. Ja. Das müsste der 1. Dezember sein, an dem das Spiel ist. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Jungs. Seht und staunt. Seht und staunt den schwarzen Bildschirm. Latten-Challenge. 3 Ausrufezeichen. Und lernt. Das war schon wieder so eine Challenge, wo ich mir so denke, ja, gut, machen wir. Machen wir los hier. Die Bundesliga kann sich wieder sehen lassen in diesem Jahr. Spannende Partien und so weiter. Und so weiter. Schon direkt erste Schwachaktion von Dortmund, ob das vielleicht ein schlechtes Omen ist. Ich mache jetzt hier richtig, richtigen Tricks an mit Kehl. Mit dem Kehl vor allen Dingen. Hatten wir nicht gesagt, wir wollten so ein bisschen Wert auf Realismus legen? Oh, da rennt mein Spieler einfach mal nicht zum Ball. Hat er keine Lust? Ah ja, Kuba hier. Was ist denn hier? So, beim letzten Spiel wollte ich natürlich gewinnen, obwohl Schalke war und mir das ziemlich egal war. Aber jetzt ist natürlich Bayern, jetzt ist eigentlich der Wille noch höher hier. Oh, der sollte zudem auf rechts. Was hast du denn genommen? Natürlich auch in der Liga ein relativ wichtiges Spiel, jetzt, was die Dortmunder angeht. Für die Bayern auch. Ja, gut, aber die allein Bayern schon aus Genugtuung. Also, Jungs, muss man jetzt ehrlich sagen. Ach komm, der Genugtuung. Ja, komm, Wenn ihr gewinnt, dann kommt das wieder 3 Jahre lang, wir sind besser und das kann ich auch nicht mehr. Pass mal auf, ja, wir gewinnen sowieso das Champions League-Finale gegen euch, also von daher. Also ich habe gehört, die letzten beiden Jahre hattet ihr einfache Gruppen und seid gar nicht ins Achtelfinale gekommen. Pass mal auf hier, ja, also was hier die. Aber muss sagen, die Saison. Oh, das war ja richtig geil. Jungs, ich sag mal so, ne. Der Götze, der hat seinen Tiefpunkt wieder überwunden, würde ich sagen, ne? Besser auch kann man das, besser kann man das einfach nicht machen. Ja. Götze auch gegen. Greuther führt und auch gegen Amsterdam auch wieder sehr stark gespielt. Ja, gegen Amsterdam habe ich auch gehört, hat mehr oder weniger nur einen Mann gespielt. Also klar, trotzdem tolle Mannschaftsleistung, aber der wohl sehr auffällig. Ich habe beide Spiele ja nicht gesehen, weder Schalke noch Dortmund. Weil Dortmund ja auch nicht übertragen wurde. Ja, so ein. Ey, mal ganz im Ernst, was war das eigentlich für ein Witz, ey? Ja, das ist ja auch normal. Die haben meine, 3 Spiele von Bayern übertragen, weil die halt so günstig lagen und dann 2 Dortmund, 1 Schalke, da kann sich nie beschweren. Pass mal auf, ja, die Dortmunder haben 4-1 in Ajax hier in Amsterdam gespielt. Ja, da konnte ja keiner wissen. Aber was machen die Schalker da, ich bitte nicht. Dieser eine komische Schuss da von Fuchs oder so, ey, also das war das nicht für ein Party. Das ja, konnte ja keiner wissen. Also ganz ey, wie verkümmert die da im Spiel haben, das war richtig scheiße. Da werden die wieder gefährlich, ey. Da ist er sich nicht schlüssig, was er machen will. Götze. Boah! Neuer hält den Schlag. Bisher bin ich leider unterlegen, muss ich sagen. Zum Glück haben die Neuer gewonnen, sonst wäre das 2-0 gewesen. Oh.
Das war gar nichts. Ja, das war der hässlichste Spieler mit Abstand von der ganzen Bundesliga. Und ach, bleib auf dem Bett, Junge. Hast du schon mal Ribéry gesehen, Alter? Ja, aber der kann ja nichts dafür. Ah, scheiße. Scheiße, wa? Heute habe ich so ein witziges Bild bei Facebook gesehen, weil ich jetzt gar nicht so als Beleidigung gesehen habe, sondern mehr als Joke. Da war so Pisscheck abgebildet und dann stand dann daneben so Pisscheck, also der Name, ne? Und da war daneben war so ein Urineimer wie vom Arzt und dann stand so Pisscheck. Ja, ja. Fand ich so ziemlich witzig. Also, auch ich denn, ja. Wollte ich gar nicht als Beleidigung, sondern eher als witzigen Spruch. Und dann so nicht zu verwechseln. Jetzt kommt hier der Marco. Der ist richtig heiß, der Team. Den findest du heiß? Der ist echt heiß, Alter. Ja, ja, ist klar. Uiuiui. Ui. Aber da muss er sogar sich durchsetzen. So, Kroos. Kroos ist natürlich auch ein ganz starker Spieler, wenn er es kann. Wenn er es gerade so, weißt du? Will, weißt du. Ja? Ja, dann war Abseits. Da war überhaupt nichts Abseits, aber da war gar nichts Abseits. Und Thomas Müller mit seinem 8. Saisontor hier zumindest vom Stand aus. Oh, Scheiße, was hat der Weinfeller da für eine Kacke gebaut, ey? Also ein bisschen sweaty am Ende, aber. Boah. Ja, wenn man so weit rausläuft, ne, dann muss man das Ding auch reinbekommen. Kann man nichts mehr. Bisschen Schwund ist immer, ne? Ob ich jetzt hinter mit 4-1 oder 4-0 bin. Das ist natürlich unwichtig. Ja. So, wieder Thomas Müller am Ball. Oh. Das war ja gar nichts mehr. Das war einfach nur Ball gespielt. Hast du hier irgendwie Schieber eingestellt oder was? Das war schon mal im Netz zu spielen. Oh! Hat er ja einfach. Mandzukic, gar nicht so schwach, gar nicht so schwach. Ja, gut Bier. Oh, das war kacke. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ich hätte gedacht, der wäre noch drin gewesen. Also wäre ich der Schiedsrichter gewesen, hätten die Dortmunder mal wieder zu Unrecht gerechtfertigt bekommen. Haha! Scheiße. Oh. Muss mal auf die Bayern kriegen. Boah, ja. Der Heini Blaschnikowski. Boah, Junge. So, und Thomas. Oh. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Ballbesitz für Bayern München. Oh, da gar nichts. Blaschnikowski überzeugt hier. Muss man wirklich sagen. Götze. Oh, knapp vorbei. Götze hat da keine Lust auf ein zweites Tor. Ich würde sagen, du hast bisher 68% Ballbesitz. Das war auch schon mal umgekehrt. Und Dortmund hat trotzdem gewonnen. Toni Kroos. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Jetzt. Zieh! Ruhig, Junge. Aber, ne? Was da immer jetzt war, weiß ich auch nicht. Ja, Junge, du darfst nicht so aggressiv spielen. Das habt ihr halt schon mal gesehen. Unter Trixen. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Götze. Schade. Javi Martinez. Von dem sieht auch überhaupt nichts in der Wiese. Ja, der muss sich dran gewöhnen. Also kann ich jetzt nicht nächstes Jahr als Ausrede benutzen, aber noch. Also der hat in Spanien wirklich ein ganz anderes System gespielt. Bei Bilbao, das war wirklich Welten. Und 1-1, spannendes Spiel zur Halbzeit. Müller und Götze, die waren Spielmacher. Waren Zehner. Aber nee, ich habe Kroos auf der 10. Ich habe Münze nicht Traumann. Boah, unhaltbar. Oh, der war auch noch ein schöner Schuss. Das müsste eigentlich mal drei schöne Schüsse gegeben. So, der auch sehr schön. Dann spielt er ihn noch ab. Und zack. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Bis dann. So, da sind wir wieder. Bayern gegen Dortmund. Prognose. Immer, ich wollte auswechseln. Ich will auch so vieles. Ich will ein neues Schlagzeug, ich will reich und schön werden. Also schön bin ich schon. Ja, irgendwie überhaupt nicht optimiert, dass ich das nicht passt. Nee! Oh, das habe ich ja im Ultimate Team auch schon durchgezogen. Und Mandzukic feiert sich hier. Weil der Gomez muss eigentlich. Nee, das ist. Achso, ich dachte schon. Einfach nur unnötig. Was macht Subotic da, Junge? Der Penta in der Mitte. Subotic stolpert wieder über seinen eigenen Schuh wie letztes Jahr. Der Penta an der Elfmeterlinie. Das war einfach nur wieder peinlich. Ganz ehrlich. Nein. Na.
Oh, oh, oh. Scheiße. Schweinsteiger am Ball. Und Achtung, genau hingeschaut. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Muss jetzt 2 Sekunden früher spielen. Ja, dann muss ich aufpassen. Was wir machen. Leider auf jeden Fall nicht das Richtige. Marco Reus. Reus, Digga. Nichts gesagt. Und schon ist der gegnerische Angriff. Müller. Groß. Auf rechts. Das war nichts. Ja, was ist mit dem Reus, Mann? Jetzt so. Lahm versucht sich mit in die Dicke, in die Mitte zu. So, Ballstube will ihn direkt decken. So, schön gemacht. Da ist wieder Lahm. Wer spielt eigentlich rechts? Ach, Groß und. Groß spielt auf der 10er Position und Müller rechts. Also, Groß ist rechts auf jeden Fall nicht so die Bombenalternative. So, da gehe ich mal auf Ballbesitz und mache dann die Auswechslung. Ist jetzt zwar nicht so realistisch, aber ich mache jetzt einfach mal 3 Auswechslungen, damit es so fitnessmäßig und so passt. Ich denke mal den Schweini. Dafür kommt mal der Timoschuk. Wobei, nee, das gefällt mir nicht. Der Großkreuz hat nur noch 72. Ja, aber der ist ja auch verdrängt worden, ne? Ganz klar. Also. Oh, Brust! Ja, passiert. Nee, für Mandzukic kommt jetzt einfach mal Gomez. Mal gucken, ob der sich hier wieder schon. Rehabilitiert hat. Für Müller kommt Schack. Ich würde sagen, für Groß kommt Shaqiri und dann geht Müller in die Mitte. Und dann hole ich mir noch Boateng in die Innenverteidigung für den Bad Stuber. Wie er die Situation vorausgeahnt hat. Bin mal gespannt, was der Max gemacht hat. Hast du was gemacht? Ja, ich habe den halt noch eingewechselt für den. Okay, für den guten Sebastian haben wir. Ein ganz sympathischer Spieler. Sebastian sieht allen eher, ne, aber wir brauchen einfach ein bisschen Offensive jetzt gerade. Ich werde mich hier natürlich jetzt nicht zurückziehen, sondern auf jeden Fall weiter Dampf machen. Das macht er schön. Der Lukas. Ist schon. Boah, da tanzt der Gundogan nicht aber alle aus, ey. Ja, ich würde sagen, ich habe einfach schlecht gegrätscht. Boah, hört mal. Schaut. Gundogan hat so ein paar kmh, hat er ja schon auf seinem Schuss drauf. Ja, vor allem, der ist auch dribbelstark, da muss man ihm ganz klar anrechnen. Ja. Ja, das war echt scheiße. Gut, das war ein bisschen peinlich. Bisschen peinlicher schon. Bad Schuber guckt auch ein bisschen betröppelt, ich glaube, sie war auch beteiligt. Ja, komm, mach doch mal hin, da. Und da ist voll hier, volle Kanne am Wechseln dran am Tun, sind wir. Ist übrigens Handyverbot während der Aufnahme. Also das habe ich mal für mich selbst eingeführt, damit ich nicht die ganze Zeit abgelenkt bin. Aber das beherzige ich ihr selbst nicht, von daher. Der Leitner macht hier richtig Stress, ey. Stark gemacht. Von Lewandowski hat man bis jetzt noch gar nichts gesehen. Oh, Junge, der muss rein. Der muss reingemacht werden, ey. Ich glaube nicht, ey. Und, ja, 2-2. Der Leitner macht hier richtig Alarm. Alarm! Da denke ich auch gerade dran. Oh, die es kennen. Ah, scheiße, Mann! Das ist doch behindert, ey. Dann macht der mal zu Messi. Ja, der Matze kommt auch von Bayern. Ich weiß gar nicht, warum wir den abgegeben haben. Oh, guckt euch das an, wie die Dortmunder feiern. Immer da haben die Meisterschale wieder in greifbarer Nähe. Ich wollte sagen. Ich würde sagen, ja, einfach fantastisch. So, Müller. Auf Schweini. Ah, jetzt gibt es auch noch den Freistoß. Gelbe Karte, ganz klar. Komm, der kleine Moritz, der ist doch jetzt 18. So, dann machen wir das mal so. Nee, nee, nee. Boah, Shaqiri, der hat einen schönen Schuss. Muss man mal so betonen. Der
Deutschland zur Uralt. Weil der Weinfeller, der ist zwar menschlich, ist ja wahrscheinlich teilweise ein Arschloch, aber ich glaube, der macht seine Leistung wirklich, also zum Teil echt souverän. Er hätte das nochmal gesagt, we have a grandiose Saison gespielt. Ja, ja, das, ich glaube, das war auch von ihm. So was? We have a grandiose Saison gespielt. Also, nein. Zumindest hat er sich bemüht. Ja, stand auch dann auf seinem Zeugnis, er war stets bemüht. Das ist immer wieder das Beste, wenn du ein Praktikum gemacht hast und draufsteht, er war stets bemüht. Also wenn ihr mal ein Praktikum macht, ne, da gibt es so versteckte Formulierungen. Komm, jetzt pass hier mal lieber auf. Ja, immer. Ich kann beides. Also weißt du, in dem Belang ist der einzige Belang, wo ich eine Frau bin, weil ich kann zwei Sachen gleichzeitig. So, Shaqiri. Oh, oh, oh. War nix. Erstmal beruhigen das Spiel. Erstmal beruhigen. Das kann man beruhigen, Zeitspiel, ich glaube. Das ist mir gerade zu hektisch hier alles. Oh, oh. Nee, nee, nee. Schade. Oh, oh, oh. Schön gesehen. Oh, da war doch nix! Oh, und schon wieder 90. Minute, ey. Nicht, dass ich hier schon wieder verliere. Brust würde ich es einfach mal nennen. Geht uns wieder aufgerappelt. Nee, 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 nee. Weg damit. Ey! Wird nochmal spannend, würde ich sagen. Und der Neuer, der steht mit vorne. Es geht quasi um die Meisterschaft, so wirkt zumindest. Oh. Und da ist das Spiel aus. Zum Glück kam der Boateng an den Ball, ey. Da hat er mit Glück das Ding noch gedreht. Wie mit Glück? Ja, mit Glück, mal wieder. Ja, wobei ich sagen muss, meine Einzelspielerbewertungen waren jetzt auch nicht so die Bombe, wenn du das hier mal so anguckst. Ui, war der Boah. Ja gut, du hattest auch nur einen Spieler, der gut war. Ja gut, Gündogan ging noch so einigermaßen, ne? Aber Götze natürlich hier Stern am Fußballhimmel. Tun wir jetzt einfach mal so. Ja, ist natürlich schon ein vielversprechender Spieler. Von wegen Bayerns Stern des Südens hier. Götze heute hier Stern des Südens. Ja, in der Allianz Arena leider schon wieder verloren. Und ich würde sagen... Nächstes Mal gebe ich dir einfach mal eine Chance. Ne? Ja, das würde ich sagen, machen wir aus. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Schlusswort verabschiede ich uns. Genau, macht's gut. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Juhu.